Auf dem Rückweg aus Italien vom Spiel in Brindisi hattet ihr eine recht ungewöhnliche Begegnung in Rom, ist das richtig? Ja, wir hatten die Bamberger Jungs getroffen, die gerade auf dem Weg nach Sizilien waren. Wie läuft es ab, wenn sich so zwei, naja, gegnerische Mannschaften dann begegnen? Ganz normal, du siehst halt die, quatschst halt kurz mit den Jungs, die du kennst, ignorierst die Leute, die du nicht kennst und kurzes Hallo, wie geht's, baba, wie läuft's bei euch? Gerade die Jungs, die man irgendwie nicht gesehen hat, so der Nationalmannschaft, da quatschen wir mal kurz. Ihr hattet nicht nur eine ungewöhnliche Begegnung, sondern vielleicht auch ein Spiel in einem etwas ungewöhnlichen Setting, in der kleinen Halle von Brindisi. War es schwierig, da zu spielen? Ja, einfach war es nicht. Es war halt echt, echt eine ungewöhnliche Halle. Irgendwie saßen die Fans direkt auf deinem Nacken. Also es war echt kleines Torero-Stadion. Und nachdem es lange dann doch im dritten Viertel noch ruhig war, da wurde es dann im vierten Viertel doch nochmal ganz schön laut, oder? Ja, die haben auf jeden Fall Stimmung gemacht. Die haben halt auch ein Team zusammen, was innerhalb von 2-3 Minuten schon so gute Runs haben kann. Und sowas motiviert natürlich immer die Leute, wenn Spieler Fastbreaks rennen und ein paar spektakuläre Pässe haben. Dafür haben sie halt schon die Spieler und das Potenzial. Trotzdem habt ihr am Ende wieder einen Sieg geholt, wie bis jetzt schon sehr häufig. Erst eine Niederlage in den ganzen Spielen ist für viele doch ein bisschen überraschend, dass es so schnell so gut läuft. Wie ist deine Erklärung dafür? Ich glaube, wir haben einfach es geschafft, dass in verschiedenen Spielen verschiedene Leute wirklich Verantwortung übernommen haben und sich ja, in wirklich gute Situationen begeben haben. Dragan hat einen ganz starken Anfang der Saison jetzt gespielt, Will auch. Kicker macht einen richtig guten Job, aber halt wirklich in jedem Spiel ist ein anderer wirklich der Hauptakteur, wie ich finde. Woran arbeitet ihr denn am meisten noch zurzeit? Was müsst ihr am meisten verbessern aus deiner Sicht? Es sind halt wieder Kleinigkeiten, so Transition Defense. Ganz klare Rotation beim Rebounding, wenn wir irgendwie Mismatches haben. Solche Situationen zum Beispiel. Am Sonntag geht es jetzt gegen die Bayern, immer ein ganz besonderes Spiel. Wird zum Beispiel ein ganz anderes Setting sein in der Halle. Es ist weit über 12.000 Leute werden da sein. Ist es was du dann auch so mitbekommst, was dich vielleicht nochmal extra motiviert in so einem Spiel? Ja, du hast natürlich Bock auf gerade die großen Spiele, wenn die Halle voll ist und man schon im Vornherein merkt, dass Leute aufgeheizt sind, nicht nur du. Das motiviert dann natürlich schon, gerade wenn du ein paar bekannte Gesichter auch wieder siehst. Die Spiele machen einfach Spaß, sind die einfachen Spiele zu spielen. Es haben sich ja bei den Bayern doch auch einige Veränderungen ergeben im Kader. Was kannst du uns jetzt schon sagen über das Bayern München dieser Saison? Ja, die sind ein bisschen schneller geworden, auch wegen Renfro auf jeden Fall. Der ist da so ein bisschen die Maschine hinter dem Fastbreak und leitet da viele Sachen ein. Sind halt offensiv, glaube ich, ein bisschen schneller und aktiver geworden. Das letztes Jahr teilweise noch mehr Handoffs waren, mehr strukturierte.